Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Und zwar geht's um diese 1300 Abonnenten, die wir da oben jetzt stehen haben. Heute Nacht sind die geknackt worden. Heute ist der 14.05.2019. Ich mache jetzt aber dieses Video eigentlich nicht wegen den 1300 Abonnenten. Ist ja auch keine runde Zahl. Gut, ich habe die 1000 ein bisschen verschlafen. Da hatte ich so ein kleines YouTube-Down. Aber ich habe heute früh einen Kommentar gelesen. Und zwar war der von Uli E. Und den möchte ich jetzt mal so kurz vorlesen. Uli schreibt: Hallo Doc, wir Thüringer haben es ja eigentlich nicht so mit den Bayern. Aber dank deiner Videos gehe ich sogar gerne in die Frühschicht. Weiter so. Drei Ausrufezeichen. Uli, ich habe mich da doppelt gefreut. Einmal, dass ich dir den Tag oder die Frühschicht ein bisschen versüßen kann. Und du hast mir jetzt, sage ich jetzt mal, einen richtig guten Start in den Tag verpasst mit diesem Kommentar. Weil auch als kleiner YouTuber freut man sich über solche Kommentare immens. Ja, jetzt haben wir 1300 Abonnenten geknackt und ich möchte auch da nochmal ein bisschen Danke sagen, weil es gibt einfach wirklich bei mir am Kanal zu viele Zuschauer, die ich regelmäßig lese und die auch ja meine Streams und eben auch durch solche Kommentare, wie Olli jetzt einen geschrieben hat, mir ziemlich viel Kraft geben, auch dieses Projekt YouTube weiterzumachen. Der ein oder andere weiß es vielleicht, YouTube war bei mir immer so ein bisschen nebenbei. Ich arbeite relativ viel und habe ja eigentlich, ich sage jetzt mal, noch semi-professionell Handball gespielt, in der Bezirksoberliga, und habe mich dann letztes Jahr schwer verletzt. Und ja, bis jetzt ist es mir noch nicht wirklich möglich, den Sport wieder auszuüben. Und ich werde ihn auch, wie ich mittlerweile mir selber eingestehen muss, ihn nicht mehr so ausüben können wie früher. Also ich werde nie wieder so fit werden. Also ich glaube es zumindest, dass ich nochmal bei uns in der ersten Mannschaft spielen kann. Und ja, da möchte ich auch nochmal Danke sagen, weil mich YouTube in der Zeit mir richtig gut getan hat, weil ich mich von meinen Schmerzen, also man kann fast sagen Schmerzen, den seelischen Schmerz, nicht mehr Handball spielen zu können, und den körperlichen Schmerz abgelenkt hat. Und da sind einfach so viele Leute, die eben meine Videos schauen und im Stream mit dabei sind und so weiter und so fort, bei denen ich mich bedanken muss. Das Problem ist, ich kann nicht alle namentlich erwähnen. Ich möchte aber trotzdem ein paar zumindest namentlich erwähnen, weil die schon so lange dabei sind und mir immer so viel Spaß auch während den Streams bringen. Mich wundert es eh, dass wir überhaupt einen Raid überleben, wenn ich die ganze Zeit teilweise am Dauerlachen bin, wenn ich wieder mal so Kommentare von Don oder Mojo lese. Ja, also ist echt Hammer. Aber auch andere wie Maxims Tumor oder Andy Nancy, Kikis, muss ich erwähnen. Gambo ist auch so einer. Der schreibt einfach unter jedes Video einen Lachsmiley und einen Daumen nach oben. Und ich gewinne es jedes Mal, wenn ich den Kommentar lese. Und ja, ich möchte mich einfach nochmal bei euch bedanken. Ich weiß jetzt nicht, wie oft, dass ich schon Danke gesagt habe. Danke! Naja, jetzt schauen wir mal auf mit dem Schwan. Aber ich muss nochmal Danke sagen. Und zwar, an meine Mods, die im Discord einen Haufen Arbeit machen, das, wo ich gar nicht schaffen würde. Und, Tobi, Sven, Björn, David, Gendrix, Axel, merci, großes Merci. Auch an Feder. Feder ist auch mir ein guter Freund geworden, und auch bei ihm möchte ich mich nochmal bedanken, weil er mir dieses tolle Auto gemacht hat.
das ihr immer nach jedem Video seht. Ja, und dann möchte ich mich nochmal bei allen auch bedanken, die bei unserem Discord sind. Also ich muss echt sagen, wir haben da eine super Atmosphäre. Ich krieg nichts von Streitereien oder irgendwas mit. Es haben sich extrem viele kleine Grüppchen gebildet, die gerne miteinander zocken. Und auch, was ich so mitbekomme, haben sich viele kennengelernt, die jetzt fast täglich miteinander zocken. Und mich freut es, dass wir sowas hinbekommen haben. Ja, dann würde ich sagen, nochmal an alle herzliches Vergelt's Gott für das. Sollte ich noch irgendjemand vergessen haben, bitte sei mir nicht böse. Ich nehme das Video schon zum tausendsten Mal auf und weiß nicht genau. Ja. Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte nehmt es mir nicht übel. Es sind einfach so viele Leute, wo ich Danke sagen möchte. Und ja, ich hoffe, du bist mir nicht böse. So, jetzt geht's zurück zu meinen Kanalinfos. Ich bin ja jetzt schon eine Zeit lang YouTube-Partner. Und ihr wisst ja, meine Streams laufen aktuell alle auf YouTube. Und es wird auch die nächste Zeit so weitergehen. Ich merke aber auch immer wieder, dass mich Leute auf Twitch abonnieren. Das freut mich. Ich werde auch wieder auf Twitch aktiv sein. Definitiv. Ich weiß noch nicht wann. Aber geplant ist es eigentlich schon lange. Leider habe ich selten die Zeit, dass ich. Ich habe mir schon überlegt, dass ich einen Abend mal Twitch streame und einen Abend YouTube streame. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dadurch, dass ich so viel Kundenkontakt auch habe in meiner Arbeit, ist es bei mir, glaube ich, dann hin und wieder abends mal so, dass ich lieber aufnehme und mit meinen Kumpels Videos aufnehme, als jetzt zu streamen. Weiß nicht, Streamen ist auch immer ein bisschen anstrengender für mich, als jetzt ein Video aufzunehmen. Ja, mal schauen, wie sich das die nächsten Monate so entwickelt. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter auf YouTube. Eben weil ich YouTube da auch ein bisschen was zurückgeben möchte. Dadurch, dass ich Partner bin, eine Hand wäscht ja die andere. Aber Leute, wenn ihr Twitch abonnieren wollt, könnt ihr das gern machen. Wie gesagt, ich glaube, dass ich da auf jeden Fall mal wieder aktiv bin, weil es auch da ein paar Komfortfunktionen beim Stream gibt, die wohl recht cool sind. Ja, zurück zum YouTube-Partner. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ja, eine kleine Kanalmitgliedschaft anzubieten, wo ihr mich unterstützen könnt. Und zwar zeige ich euch das mal kurz. Hier unten hat es vielleicht schon der ein oder andere gesehen. Man kann hier Mitglied werden. Und wir haben auch schon das erste Mitglied, den muss ich natürlich auch noch namentlich erwähnen. Das ist Lyron Kane. Ihr seht hier oben rechts, sieht man das Ganze, der ist im Stream grün hinterlegt und hat hier so ein kleines AI2 als Symbol. Ja, Lyron Kane hat nicht nur diese Vorteile, also dass er zusätzlich hervorgehoben wird. Er hat auch, wenn er sich bei mir am Discord meldet, bekommt er einen separaten Discord-Rang. Wie der heißt, weiß ich noch nicht genau, muss ich noch rausfinden, werden wir aber bald bekommen. Und ich biete es an, dass er einmal im Monat mit mir durch Tarkov ziehen kann. Da uns ja, glaube ich, ja, die Tarkov noch die nächsten, ich hoffe mal, 1 bis 2 bis vielleicht sogar 3 Jahre ja, beschäftigen wird, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte. Und dazu muss ich natürlich sagen, das werden nur die ersten Unterstützer bekommen. Also
Ich weiß noch nicht, wie viel. Ich habe jetzt mal so mit 5 Stück bis maximal 6 Stück mir so gedacht, weil es sonst einfach unmöglich für mich wird, dass ich das Versprechen einlösen kann, dass ich mit euch durch Tarkov ziehe. Deswegen, wer mich da unterstützen möchte, das Ganze schaut so aus, es sind 5 Euro im Monat. Geht dann ein Teil an YouTube, ein Teil an mich. Und ihr bekommt dafür eben die Vorteile hier im Chat, im Discord und eben, dass ihr mit mir einmal im Monat durch Tarkov ziehen könnt. Voraussetzungen dafür, natürlich, dass ich das einhalten kann, dass ich mit euch durch Tarkov ziehen kann, ist ein ordentliches Mikrofon, Headset etc., dass wir uns verständigen können. Tarkov natürlich. Und dass ihr euch bei mir am Discord anmeldet und mir auch schreibt, dass ich euch den speziellen Avant zuweisen kann. Hier schon mal noch ein herzliches Vergeltsgut auch nochmal an Lyman Kane, der mich schon unterstützt. Und auch an die vielen anderen Unterstützer, die mir auch hin und wieder mal ein Trinkgeld zukommen lassen. Das Ganze, ich habe ja hier drunter unter meinem Video meinen Trinkgeldbeutel quasi über PayPal. Und ja, auch hierfür herzlich vergelt's gut, sind ja immer wieder ein paar Euro, die da auch mit reinkommen in die Trinkgeldkasse. Wird auch immer gut in Augustiner und Tegernseer investiert. Naja, ansonsten, das wisst ihr ja eh. Hier gibt es alle Infos zu Tarkov, zum Discord und meiner Hardware. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch in den Tarkov Raid rein, würde ich sagen. Ja, ja, hört sich gut an. Ab in den Tarkov Raid. Bitte, servus und nochmal danke für euren Support. Ja. Bin ich schon wieder da. Es ist kein Raid. Nö, liebe Leute. Gestern Abend fand ja noch der Podcast statt. Und ich habe mir jetzt gedacht, bevor dass ich jetzt hier noch einen Raid dran hänge, hänge ich euch gleich die neuesten Infos von BSG dran. Und zwar geht es um ja viele interessante Sachen. Es sind jetzt nicht die Burner-News mit dabei, aber doch vieles, was glaube ich für euch und auch für mich interessant war. Ich habe mir den ganzen Stream mit Salty Leon verfolgt und ja, einiges ein bisschen selber übersetzen können. Einiges hat das Salty natürlich live mitgemacht und aber jetzt gibt es noch viel bessere News. Ich habe mir ja Notizen gemacht, die hätte ich mir eigentlich gar nicht machen müssen, weil unsere coole deutsche Community, die im Forum aktiv ist und ja auch mit BSG ein bisschen zusammenarbeitet, schon die ganzen Notizen heute am 15.05. um ja 7:30 schon online sind und der Podcast fand am 14.05. um 21 Uhr abends statt nach unserer Zeit. Also Respekt, so schnell ist echt der Hammer. Ja, ich werde jetzt mal kurz rüber switchen, dass ihr auch ein bisschen mitlesen könnt. Hier haben wir jetzt die Zusammenfassung des Dev-Blogs. Ja, das Wichtigste mal im Vorhinein, es wird einen Hotfix nochmal geben zwischen 11.7 und 12.0. Und dieser Hotfix soll dazu führen, dass das Spiel viel besser läuft. Ich habe das Gefühl, dass jetzt die letzten Tage sowieso auch besser wurde. Aber wenn es nochmal besser wird, nehmen wir doch. Ja, die Lagmeter wird aktuell untersucht. So was ich gesehen habe, hat Nikita im Stream direkt gleich ein paar Parameter verändert. Auch mit dem Loot oder was geht da jetzt später noch. Das ist irgendwas, ich habe nicht genau mitbekommen, was es war, aber irgendwie hat er am Loot was gedreht. Ich glaube fürs Endgame, dass ein paar Items häufiger spawnen, die man braucht.
Auf jeden Fall, die Skeps, die auf weite Entfernungen zielen, dass sie auf die Beine schießen, wurde deaktiviert und sie sollen sich jetzt mehr auf die Körpermitte konzentrieren. Das Gefährliche natürlich an der Geschichte ist, dass ihr wahrscheinlich schneller stirbt. Ein früher Bein kaputt ist okay, aber ja, wir werden das sehen die nächsten Tage, wie sich das entwickelt. So, jetzt kommen wir aber auch zu den Infos 0.12.x. 0.12 wird nicht im Juni kommen. Das ist das, was ich schon seit Tagen oder Wochen eigentlich predige. Ich habe eigentlich eher so gerechnet August, September, aber vielleicht haben wir das Glück und es kommt schon im Juli. Ich würde jetzt mal nicht hundertprozentig damit rechnen, aber vielleicht haben wir eine Chance. BSG ist dort bereits beim dem Point of No Return. Bedeutet, sie können nicht mehr zurück. Im Juni sind sie quasi schon so weit, dass sie die Arbeiten nicht mehr an der neuen Engine abstellen können. Und somit wird dann auch immer weniger Ressourcen, sage ich jetzt mal, in die aktuelle Engine gesteckt. Deswegen wird noch ein Hotfix kommen, das für uns jetzt nochmal besser wird. Und dann wird mal nichts mehr kommen. Eine Zeit. Also es wird jetzt wirklich nur noch auf die Unity 2018 gearbeitet, weil hier wirklich vieles besser werden soll. Ja, Unity 2018 wird dadurch natürlich auf jeden Fall bei dem Patch dabei sein. Eine neue Location, Military Base, haben wir schon oft genug angesprochen. Das Hideout soll auch mit dabei sein. Es wird neue Spieler- und Skeff-Animationen kommen. Haben es zum Beispiel gesagt, ja, wenn die Skeffs so patrouillieren oder so, rauchen sie Zigaretten und machen andere Sachen. Also, das wird ziemlich cool. Dann, VoIP ist natürlich auch für 0.12 geplant. Da hat er gesagt, ja, könnte noch sein, aber er geht stark davon aus, dass es in 0.12 kommt. Also sprich, wenn ihr in die Dorms reingeht, dann könnt ihr ganz laut in euer Mikro schreien: Hey, ist hier ein Bier da? Und wenn keine Antwort kommt, dann schießt ihr auf alles. Nee, keine Ahnung. Also, ich bin gespannt, wie VoIP das Ganze, ob das wirklich großen Einfluss auf das Spiel hat. Gehe mal davon aus, dass man auch deaktivieren kann. Ich würde es ja eigentlich cooler finden, dass wirklich, wenn jetzt ich mich mit meinem Teammate unterhalte, dass man das auch hören kann. Das wär echt cool. Was natürlich wieder zu der Gemütlichkeit des Spiels nicht ja, so cool wäre, weil wir labern ja immer allen möglichen Scheiß im Raid und ja, mal schauen, wie sich der VoIP, sage ich jetzt mal, im Spiel integrieren wird. Weitere Überarbeitung der Quests. Also, die Quests sind ja aktuell nur die Nebenquests, weil viele immer das nicht ganz so genau wissen. Alle diese Quests, die wir jetzt aktuell spielen, haben eigentlich nichts mit der Story zu tun. Es sind so, ja, Nebenaufgaben, die man machen kann und nicht muss. Wie sich das natürlich mit der Hauptstoryline dann letztendlich verbindet, muss man dann mal schauen. Aber das sind halt so die normalen Sammelquests ja, wie man sie halt wirklich auch in anderen Spielen kennt, die man so nebenbei eigentlich erledigt. Und die überarbeiten sie nochmal. Sie haben schon einiges von der Hauptquest fertig, aber sie wollen es natürlich aktuell noch nicht integrieren, weil stellt euch vor, ihr spielt immer wieder, was weiß ich, Kapitel 1 von dem Spiel und dann, wenn es released wird, müsst ihr es nochmal spielen. Und ja, würde ein bisschen die Spannung auch rausnehmen und finde ich gut, dass sie es so machen, dass man jetzt dabei nur Nebenquests hat und die Story letztendlich noch geheim ist. Ja, anpassbare Kleidung ist mit dabei. Also auch hier soll mit 0.12 kommen, dass man ein bisschen besser seinen Charakter individualisieren kann.
Gesicht und Haare und Gesichtsbehaarung wird später veränderbar sein. Kommt noch nicht in 0.12, aber ist schon geplant. Steam Audio ist geplant für 0.12. Steam Audio. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was Steam Audio bedeutet. Ist auf jeden Fall für 0.12 geplant. Wenn es jemand weiß, könnt ihr es doch bitte in die Kommentare schreiben. Weil es würde mich selber interessieren, weil da habe ich noch gar nichts gelesen oder gehört drüber. Die Scar ist auch für 0.12x geplant. Also nicht direkt mit 0.12, aber vielleicht kurz danach. Es soll scheinbar kurz nach 0.12 nochmal ein Patch kommen. Genau. Dann sehen wir jetzt ein paar Fotos der Military Base. Die Map wird zwischen Customs und Shoreline liegen. Was ich so mitbekommen habe, so Richtung Road to Customs heraus, soll diese Military Base liegen. Es wird einzigartige Beute auf der Map geben, die es nur dort gibt. Finde ich immer nicht ganz so schön. Ist echt, wenn es irgendwelche Quest-Items sind. Viel PMC-Stuff wird zu finden sein, weil Beer und Yusek sich dort bekämpft haben. Stationäres GL, stationäre Mörser, stationäres RPG und stationäres MG wird es auf der Karte geben. Nikita hat aber schon gesagt, diese stationären Waffen stehen meist sehr frei. Also wenn man diese Dinger bedient, muss man echt Angst haben von irgendeinem Haus oder irgendeinem weit entfernten Fleck auch umgesniped werden zu können. Ganz ehrlich, ich bräuchte diese stationären Waffen nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was ich da jetzt machen würde. Es ist auch sowieso so, dass die Munition begrenzt ist, jetzt von so einem MG zum Beispiel. Man kann aber auf der Map Munition finden. Man kann die Munition theoretisch jetzt auch vom Stash mitnehmen, also man würde es im Flea-Market kaufen können und keine Ahnung, aber ich sehe jetzt nicht den Sinn, außer vielleicht Spaß, also wenn ich, was weiß ich, nichts zu tun habe, dass ich mich da jetzt hinstelle und das MG, vielleicht mit einem Team, der sich ein bisschen sichert und dann irgendwie warte, dass mir jemand vor die Flinte läuft. Genauso der Mörser. Vielleicht ein geiles Teil, aber Mörser in dem Spiel, ich sehe jetzt einen Mörser so, dass wenn ich jetzt weiß, dass der Feind, was weiß ich, keine Ahnung wie weit vor mir ist, dann als Armee schieße ich dann da einen Mörser drauf, dass ich da den Feind dezimiere. Aber jetzt gezielt zum Beispiel auf einen Spieler mit einem Mörser zu feuern, ist glaube ich ziemlich schwierig, erst recht wenn der in Bewegung ist. Man könnte jetzt sagen, wenn jetzt zum Beispiel so eine MG-Truppe da ist, dass ich da mit dem Mörser auf das MG ziele, okay. Aber, also ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Sorry, also ich bräuchte diese stationären Waffen aktuell nicht. Es wird sich alles herausstellen, wie sich das dann letztendlich integriert. Vielleicht löst man auch irgendwie eine Scuff-Welle aus. Puh. Keine Ahnung, was Nikita sich da einfallen lässt. Auf jeden Fall hat jetzt meistens Hand und Fuß, was sie machen. Und deswegen will ich es jetzt nicht ganz schlecht reden. Aktuell kann ich es mir nur nicht vorstellen, was diese stationären Waffen so für einen Mehrwert ins Spiel bringen. Stationäres Zeug hat unterschiedliche Munition. Man kann sie im Raid mehr finden. Du kannst sie aber auch mitbringen. Einzigartige Exits, Flare Gun zum Rufen eines Lasters. Es wird keine freien Exits geben, also auf dieser Map ist es ähnlich wie bei Labs. Man muss immer irgendwas tun, um irgendwie zu exiten. Was sie nicht gesagt haben, oder haben sie es gesagt? Ich glaube, dass jetzt hier nicht nur Raiders unterwegs sind, sondern auch normale Scavs. Aber ich glaube, dass es auch Raiders gibt und natürlich den Scav Boss auf der Map. Darüber haben sie auch gesprochen. Und hier haben wir jetzt die Fotos, die Screenshots. Also ich finde, dass die richtig genial ausschauen.
Hier sehen wir die Sonne, die wir schon öftermals in den Maps gesehen haben. Es wird also wieder viel Innenfights geben, die ich ziemlich cool finde. Aber auch außen habe ich alles. Erinnert mich auch so ein bisschen an Customs. Hier kommt man scheinbar an so einem Dach raus, überall die Sonnensäcke auch. Hier eher so wie auf der Factory ein bisschen so ein Teil, so eine größere Lagerhalle. Das hier schaut auch richtig cool aus, hier so die abgeblätterte Farbe. So ein bisschen, so ein erster Entwurf war das, den habe ich schon öfter gesehen. Hier irgendwas Unterirdisches auch. Das hier innen wieder auch stark an Customs. Ja, richtig schön, richtig schön. Und hier, das ist ein größeres Gebäude. Das ist hier, sieht man so den seitlichen, den Stockwerken. Fenster hier und schaut schon fein aus. Hier ein übliches Bad, wie wir es in Russland kennen. Ein schöner langer Gang. Das schaut aus wie ja, eine verlassene Kaserne, also mit den, wo die Soldaten geschlafen haben. Auch hier wieder schön mit den Löchern im Boden, dass man auch immer nach oben aufpassen muss. Hier ist so ein Büroteil, die zu gemütlichen Fallkabinetts wieder mal am Start. Ach, das schaut super geil aus. Das hier schaut ein bisschen aus wie eine Bunkertür. Also, die Map, auf die freue ich mich schon extrem. Bis, wie gesagt, auf die stationären Waffen, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Hier auch nochmal so ein Querschnitt. Hier mit vielen Waffenkisten. Großes Treppenhaus. Und auch wieder Dach mit Satellitenschüsseln. Ob es da wieder eine Quest gibt, dass man Satellitenschüsseln markieren muss. ja. Also, ich liebe BSG allein für diese Details auf der Map. Ja. Das hier ist scheinbar ein verstärkter Zug hier. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, ein verstärkter Zug. Ja, es das heißt ja auch Railroad to Military Base, also wird da sehr wahrscheinlich ein Zug drin stehen. Das hier ist jetzt eine Konzeptzeichnung, auch das hier, von so einer Garage. Hier haben wir auch nochmal, das sind alles Konzeptzeichnungen. Ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Karte, was man jetzt vorher gesehen hat. Welche das jetzt ehrlich wirklich wird. Auf jeden Fall, was wir uns schon mal sagen können, es wird ein Bereich, wo dann mehrere Häuser rundum sind. Also so kann ich es mir vorstellen. Und hier kommen wir jetzt schon, aber nicht mehr zum Military Base, sondern schon zu den neuen Waffen. Die haben wir hier unten. Genau. Also, sie haben neue Waffen gezeigt. Die Ash 12, eine automatische 50 Kaliber Rifle. Dann die Beretta M9. Die hat richtig toll ausgeschaut. Eine Beretta kennt, glaube ich, jeder noch von den ersten Jagged Islands Spielen. Oder ja, die Beretta ist sehr oft in Spielen eigentlich vorhanden und auch in Filmen. P90 kennt, glaube ich, auch jeder. Und einen Revolver Gosha, der so die Munition der TOS verschießt. Kenne ich jetzt so nicht. Aber werden wir auch natürlich ausprobieren. Auf jeden Fall der erste Revolver im Spiel. Und hier sehen wir die Bilder dazu. Hier, das ist diese, glaube ich, Kaliber 50 Sniper Rifle. Sie haben noch von der Beretta und auch von der P90 schon ein Video gezeigt. Ist jetzt noch nicht drin. Das wird vielleicht noch hinzugefügt.
Ich kopiere euch den Link unter das Video. Dann könnt ihr da regelmäßig noch reinschauen, ob es noch Updates gibt. Ja, sonstige Informationen. Nikita macht sich Notizen bezüglich Feedback von den Streamern. Also es waren ja wie üblich 4 Nikita und 3 Streamer mit dabei. Und er hat sich immer Sachen notiert, was die auch erwähnt haben, was sie nervt und was besser werden muss. Finde ich ziemlich cool, dass Nikita wirklich das Spiel mit den Spielern entwickelt. Das ist finde ich echt super. BSG bestätigt auch, dass es ein Overload der Server zu Freezes führen kann und sie arbeiten stets daran, dies zu verbessern bzw. zu eliminieren. Ursachen dafür wie üblich das Spawning von Scavs, auch Player Scavs und Loading Map Items, also wenn irgendwelche Items geladen werden, gibt es diese Freezes. BSG kämpft hart gegen Cheater. Sie erwischen sie auch. Der Thread, den es jetzt neu im Forum gibt, wo man so Videos posten kann, hilft auch dazu, die Cheater zu finden. Was er auch klargestellt hat, es werden täglich, fast täglich Cheater gebannt. Und wenn dann wieder so eine Bannliste kommt, ist das nur eine Zusammenfassung davon. Aber habe ich glaube ich auch schon öfter mal angesprochen. Das Report-System wird kommen. Report-System wird nicht direkt den Spieler bannen oder so, sondern es soll nur auf Auffälligkeiten hinweisen. Also ich habe es euch ja auch schon hin und wieder mal gesagt, wo ich den einen durch den Zaun erschossen habe. Der wird sich jetzt auch gedacht haben, woher kommt dieser blöde Schuss? War doch bestimmt jetzt ein Cheater. Und wenn mich der dann reportet, werde ich nicht gebannt. Sondern wenn jetzt das 10-mal vorkommt oder 20-mal, dann schauen die mal, sind da irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei mir? Und wenn sie dann nichts finden, dann können sie mich trotzdem nicht bannen. Also ich brauche keine Angst haben, dass sie aus... wenn ihr nicht gecheatet habt, irgendwie gebannt wird. Mit Glück kommt das Ganze sogar noch mit dem Hotfix und spätestens kommt es auch mit 0.12. Sehr große Regelverstöße werden mit Hardware-Bans und IP-Bans bestraft. Cheater werden in der Regel sofort gebannt. Was jetzt neu ist, sie bannen jetzt auch diese Bots für den Flea Market. Es gibt ja oft auch so, gerade zum Anfang, nach dem Vibe, dass alles weggekauft wird und zwar von Bots. Und auch da haben sie jetzt mindestens schon 10 bis 20 Flea Market Bots gebannt. Und ja, das wird der Kampf gegen diese Bots wird auch weitergehen. Die Quests im Spiel zurzeit sind nur Sidequests, um die Spieler zu beschäftigen. Auch schon angesprochen. Storyline-Quests werden dich im fertigen Spiel weiterbringen. Nikita arbeitet live im Stream am Loot, haben auch schon gesprochen. Im Raid wurde eingeführt, weil BSG nicht wollte, dass alles über den Flohmarkt gekauft werden kann. Finde ich auch gut. BSG überlegt nach Mechaniken, um Skills outside vom Raid zu leveln. Da haben sie angesprochen. Jetzt zum Beispiel die Quest von Therapist. Man muss ja Level 7, glaube ich, erreichen. Ja, Level 7. Und dass es doch ziemlich schwer ist, bis man dann weiterkommt bei Therapist, die Quests von Therapist weiterzumachen. Und dass man da ziemlich lange spielen muss, um das überhaupt zu schaffen. Und sie überlegen jetzt, ob man die Skills durch Geld irgendwie leveln kann. Mal schauen, weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, aber die Skills werden sowieso, hat er gesagt, nochmal komplett überarbeitet. Eben aus den Erfahrungen, was sie jetzt durch die einzelnen Vibes haben, dass das nochmal angepasst wird.
Genau, Storyline-Quests sind nach 0.12 geplant. Mehr Informationen zum Hideout werden wir im Juni bekommen. Da gibt es leider einen russischen Podcast. Da sind wir dann wieder auf die Informationen von, ja, ich sag jetzt mal, BSG angewiesen, weil Russisch kann ich nicht und ja, sollte glaube ich auch nicht. Das bedeutet, BSG gibt alle Infos an die verschiedenen Sprachen weiter und unsere Community hier im Forum wird die dann online stellen. Hier gibt es auf jeden Fall mehr Informationen zum Hideout. Vaulting und Climbing ist weiterhin geplant, aber nicht für 0.12, sondern für danach. Clansystem ist geplant, Rangefinder ist geplant, Fernglas ist geplant. Riot Shield ist bereits gemodelt, aber BSG hat noch keine Verwendung dafür gefunden. Sie wollen halt nicht, dass man irgendwie mit einer Fort, einem fetten Helm, dem Schild so ungefähr als Panzer rumläuft. Ja, verstehe ich auch. Erweitertes Heilsystem ist ja geplant. Erweiterter Zugang, Zugangsoptionen zu Räumen wird nach 0.12 kommen. Ach so, das ist mit, dass man nicht nur die Tür aufmachen kann, sondern auch eine Blendgranate reinschmeißen kann und lauter solche Schätze. DLC Scaff-Life bestätigt. Hier ist dahinter ein Zwinker-Smiley. Der erste DLC quasi schon in Planung. Naja, gut. Ja, keine Ahnung, was sie hier vorhaben. Nächste Raid-Episode, also es gibt ja diese Live-Video-Episoden mit dem Namen Raid, da wo es um Tarkov geht. Und die erste hat ja große Wellen geschlagen und wurde total gut angenommen. Und da kommt auch bald eine neue Episode. Und die soll noch blutiger, noch brutaler werden, hat Nikita gesagt. Also auf die können wir uns auch freuen. Es ist auch geplant, dass Raiders auf jeder Karte kommen können und Spieler zu jagen mit schlechtem Karma. Dazu bräuchten wir aber erstmal das Karma-System. Also auch das wird noch länger dauern. DB Shotgun nach 0.12 und nicht in 0.12. PKP LMG ist geplant. Sniper Scaff Boss bestätigt. Es wird unterschiedliche Arten von einem Kompass geben. Einen kleinen am Arm, da wo man halt immer schön sehen kann, okay, Norden, das finde ich sau cool, dass man auch besser vielleicht ein bisschen ansagen kann. Und es wird noch einen großen geben, den man dann richtig rauszieht und halten kann. Ja, die Unity 2018 Engine wird ein großer Schritt nach vorne sein. BSG ist bereits auf der neuen Engine. Unity 2018 wird das Spiel schöner machen und wesentlich smoother. Unity 2018 ist besser zu arbeiten. Mehr als die Hälfte von BSG arbeitet bereits mit der neuen Engine. Das ist jetzt mal alles, was zusammengefasst wurde. Was ich jetzt leider ein bisschen vermisse, ist, was sie noch gezeigt haben, aber das wird bestimmt noch eingefügt, weil es ein Video war. Man kann, hat ja Nikita schon lange angekündigt, sich eine Konfiguration von Waffen zusammenbasteln, die speichern und dann die direkt kaufen. Was ich nicht mitbekommen habe, ob das Ganze dann im Flea Market gekauft wird, automatisch oder bei den Händlern. Und da bin ich noch ein bisschen gespannt, wie sie das integrieren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teil in meinem Plan habe, das ich beim Händler vielleicht noch gar nicht kaufen kann, ob es dann vielleicht automatisch im Flea Market kauft. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Das werden wir aber noch herausfinden. Aber auch das soll eventuell mit 0.12 kommen. Und das ist, was ich sage, was ich ziemlich cool finde, weil es dann viel Arbeit erspart. Also ich baue mir einmal meine Waffe zusammen, klicke drauf, der kauft es mir und ich habe sie quasi zusammengebaut, sofort da. Weil das natürlich viel Micromanagement, ja, ich sage jetzt mal, erleichtert. Und auch das Ausrüsten nach einem Tod zum Beispiel wieder schneller macht.
Ja, jetzt habe ich wieder ziemlich viel gelabert. Es ist das Video länger geworden, als das ich eigentlich wollte. Aber ich wollte euch jetzt auch die wichtigen News, sage ich jetzt mal, so schnell wie möglich ja, online bringen für euch. Auf jeden Fall erwartet uns noch sehr, sehr viel, was ich so rausgehört habe. Es war übrigens auch die ein Streamer mit dabei, der die Stimme für Jusek 3 eingesprochen hat. Also man kann ja als Jusek die Stimme wählen. Und der hat dann gesagt, ja, allein was er da eingesprochen hat an Sachen, was da noch kommen kann und kommen wird, sagt er, es wird das Spiel nochmal so, so viel verändern. Und ich hoffe, alles im Positiven, weil es ist aktuell schon geil. Und wenn es noch besser wird, ja, wird es das, der Übershooter werden für, ich sage jetzt mal, sehr, sehr viele Leute. Und ja, ich glaube, jeder, der Tarkov schon gespielt hat, sieht das Potenzial in dem Shooter. Ich bedanke mich jetzt nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da und wir sehen uns bald wieder im Stream. Pfiat euch, Servus, euer Dr. Bü. Thank you.